Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wir erforschen Meteoriten, weil es so viel Spaß macht. Und das tun wir auch gleich. Solomon konzentrierte sich darauf, wie er den Meteoriten zur Heilung des Wahnsinns nutzen könnte. Er fühlte sich unglaublich klug, seine unablässigen Geistesblitze lösten einen beispiellosen Höhenflug erfolgreicher Forschungsarbeiten aus. Toll. Heureka, rief Solomon, als er die letzten Schrauben an seiner Maschine der geistigen Gesundheit festzog. Dann versammelte er die Pinkertons im Labor und erklärte, was zur Aktivierung nötig war. Na, ein Kampf war nötig? Okay. Wir haben in der letzten Folge alles schon gemacht im Inventar und, ne? Sie kehrten mit den Meteoriten zurück, dicht gefolgt von Trummercliffs Schergen. Solomon hatte eine Maschine entwickelt, die das Übel heilen konnte, doch die Irren hämmerten schon an die Tür. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich wieder 12.000 Runden überleben. Delir was putting the final touches on his masterpiece when the madmen closed in. If he could get power to the machine, it would invert the meteor's energy. It might cure them, it might kill them. Either way, it would stop them. Okay. Also. Was? Dazu ist nur Solomon in der Lage. Ah, okay. Hier gibt's keine Deckung mehr. Och. Machen wir das doch dann erstmal so. Okay, dann Solomon. Lauf erstmal dahin und aktiviere mal diesen Hebel. Solomon restored partial power, but not enough to start the device. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Hier ist eine Tür. Ach da, wunderbar. Schauen wir doch erstmal, ob der Raum hier frei ist. Ach, das ist keine Tür. Das hier vorne ist eine Tür. Bis jetzt sehen wir ja noch keine Gegner, das ist schon mal sehr gut, finde ich. So, wir haben jetzt erstmal alle auch in Position gebracht, wir müssen nur 4 Hebel aktivieren. Ah, da kommt schon der erste, das erste Ziel für unseren Scharfschützen. Ui. Ja. Na, jetzt ist in die Position getauscht, ne? Jetzt greifen die uns an. Also in der ersten Folge, so der Auftakt von diesem Szenario war eben, dass wir dieses Labor hier angegriffen haben und von den Irren befreit haben. Jetzt ist es andersrum, jetzt greifen die Irren dieses Labor an, um die Normalos, sage ich mal, um das Labor von den Normalos zu befreien. Alter, sind das viele. Solomon, der nächste Schalter ist da drüben. Aber ich würde dann vielleicht tatsächlich echt diese 2 Schalter hier noch, die 3 hier auf der Seite aktivieren. Dann würde ich ihn fast hier zurücklaufen lassen. Oder halt dahin laufen lassen, um gegen die Irren zu kämpfen. Und... Ah, so ist auch die Chance wesentlich höher. 79% Schaden. Chance? Schaden? Schaden? Ach, daneben. Dann haben wir den Scharfschützen, den wir, denke ich mal, da erstmal hinbewegen können. Hoffentlich. Und dann noch jemanden umbringen. Ja. Schaden 4. Der hat 8 Leben. Das ist enorm. Aber klar, warum nicht? Dann haben wir ihn. Okay, hier im Zimmer steht noch keiner. Das war klar, dass es daneben geht. Also bin ich stark davon ausgegangen. Ist das eine Tür? Ja, das ist eine Tür. Das heißt, sie kommen da alle rein. Können da alle rein. Daneben. Ah, jetzt ist schon die erste da. Da wird sich gleich der Scharfschütze drum kümmern müssen. Die Schweine. Die sind echt flink, die Wiesel. Die Schweine, die Wiesel. Ich habe so viele Tiernamen für die. Diese wertlosen Ameisen. Hm, 12.000.000 Gegner. Jetzt endlich sind wir auch mal wieder dran.
So, wie viel Schaden machen wir? Hoffentlich genug, um ihn direkt zu töten. Ja. Das freut mich. Dann haben wir den nächsten da. Ja. Perfekt. Dann haben wir ihn hier mit der Schrotflinte. Oder mit den... ja... Drillingsflintenkaliber. Nee, warte mal, da ist der mit 6 Leben. Was? Die macht mir so wenig Schaden. Scheiße. Okay, Salomon. Was machen wir dahin? Wir machen jetzt dahin. Oh, scheiße, da oben war der Schalter. Den haben wir nicht betätigt. Ärgerlich. Aber gut, bis jetzt mache ich mir noch nicht so viele Gedanken. Es geht eigentlich ganz gut alles voran hier. Schön, dass er auch wieder rausläuft. Ich habe eine Idee. Nein, eigentlich habe ich keine Idee. Ich spiele einfach drauf los. Okay, den nächsten. 66% Trefferwahrscheinlichkeit und hat nicht geklappt. Schade. Dann als nächstes nehmen wir wen aufs Korn? Den aufs Korn. Ich will den mit den da haben. Wenn ich dahin laufe. Okay. Dann dürften wir doch ihn auf jeden Fall killen. Ja. Und dann den Salomon jetzt erstmal hier noch die Dinge aktivieren lassen. Jetzt läuft er wie am Schnürchen. Jetzt können wir dann praktisch zurücklaufen und alle dann Stück für Stück noch aktivieren. Der Scharfschütze hat irgendwie keinen Freischuss. Fällt auf irgendjemanden. Was irgendwie schade ist. Aber... ah, Mist, jetzt läuft der auch noch weg. Daneben. Aber es sind Gott sei Dank jetzt nicht mehr so viele Gegner, dass es eben wieder Stunden dauert, bis wir irgendwas machen können. Okay, dann... haben wir hier den Schalter schon betätigt, okay? Dann den Preston. Ne, Person. Nicht Preston. Und tschüss. Trumacliff froze and fell to the ground. Ach, das war Trumacliff direkt. Dead. Ah ja, cool. Dann betätigen wir noch den Schalter. Dann laden wir erstmal nach und jagen den hier zum Teufel. Also den da. Und tschüss. Gut. Und was nehmen wir als nächstes? Was, da kann da niemand... warum... warum... ah, nee. Na gut. Dann erstmal da einen, dann kann er zumindest nächste Runde schießen. So, jetzt sind es hier eben noch zwei. Ich glaube, einer ist schon tiefer im Gebäude auch drin. Der da vielleicht jede Sekunde hier rauskommen könnte. Genau. So, der Scharfschütze darf jetzt auch mal wieder was machen. Dann... nein, der hier. Hat eine geringe Chance. Das ist noch geringer, die Chance. Na gut. Dann 44% und auch wieder 44. Kupfwieg schon. Nehmen wir den da. Dann Salomon. Diesen Schalter... ja, nächste Runde halt dann. Irgendwie hat er die Schalter nicht mitgezählt. Es waren doch insgesamt 4. 1, 2, 3, 4. Warum müssen wir jetzt noch 2? Na gut. Das soll halt so sein. Okay, Waffe wechseln und dann... ach, Reichweite nicht passend. Na gut, dann laden wir erstmal nach und in der nächsten Runde machen wir das dann. Und ansonsten haben wir es ja dann eh bald geschafft. 2 oder 3 Züge noch. Und dann haben wir alle Schalter betätigt. Der hier kann nichts machen. Dann machen wir doch das hier so. Ja, ja, du lädst nach, das ist schön. Ich würde jetzt gerne schon den nächsten dann gleich auswählen. Ein bisschen zackiger spielen hier. So, Salomon. Jetzt das hier. Fehlt nur noch ein Schalter.
Und das kann ja irgendeiner sein dann da hinten. Einfach mal weiterlaufen. Und die stehen alle so weit weg. Schauen wir mal. Vielleicht erhöht das die Chance. Ich hoffe nicht, dass auch jetzt groß Verstärkung kommt oder sowas. Ah, nee, das ist ein bisschen sehr gering. Ach, ich gehe einfach mal dahin. So. Ist ja wahnsinnig, die Reichweite dahin zu schießen. So, und tschüss. Dann fetz, fetz, wohin? Dahin. Jetzt müssen wir den anderen nur noch flankieren irgendwie und ausschalten. Vielleicht ist dann die Mission auch so schon vorbei. Ne, den lasse ich da stehen, wo er ist. Schade, getroffen. Dahin. Und tschüss. Okay, ich glaube, es gibt keine Gegner mehr. Ich ziehe mich jetzt einfach mal hier ins Haus zurück. Sicher ist sicher. Nicht, dass er jetzt doch nochmal irgendwie eine Verstärkung kommt oder sowas. Aber, nee, so wie es ausschaut, sind wir durch und haben alle besiegt. Ja, wunderbar. Den Schalter noch und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Solomon restored full power. The machine came to life on its own. Suddenly a blinding flash suffused the battlefield along with a thunderous blast. The power of the meteor, now inverted, invaded every mind in the area. All in the vicinity were cleansed of madness, but in its place, only blanks remained. Some awoke as from a bad dream, others stared emptily. Several dropped dead. Over the next few weeks, Pinkertons appeared by the dozen to help rebuild the town. The crisis was over. DeLeer vowed to protect the machine until it was needed again. Szenario abgeschlossen. Schade. Wir haben nicht alles, glaube ich. Wenn ich jetzt hier mal auf die Kampagnen-Ding gehe. Doch, wir haben alles. Munition, was Multitrommel, Revolver, Meteoritenstaubbombe und Weltuntergangsuhr. Das ist sehr, sehr cool. Das nächste ist rechte Ordnung. Die Epidemie mit der Kraft des Meteoriten zu heilen, war DeLeers größter Triumph. Den will Großinquisitor Cervantes. Oh, den kennen wir. Nun aus der Geschichte tilgen. Spüre mit Cervantes DeLeers Unterstützer auf und lösche sie aus, um den Kerl schließlich selbst zu Fall zu bringen. Oh ja, der Cervantes, der Inquisitor, der war ja hier auf Goldvertrauen in diesem Prolog war der drin. Sehr, sehr cool. Ich würde tatsächlich auch damit weitermachen, weil, wie ich es auch schon oft genug gesagt habe, hier auf diesem Bildschirm, ich glaube, wie in der Hölle, so auf Erden, dieses Szenario ist tatsächlich das Ende vom Spiel. Deswegen würde ich hier die Nebenquests noch, die Nebenszenarios noch machen, um einfach zu schauen, was passiert denn oder wie sind die Charaktere noch so drauf. Man kann hier leider noch nicht sehen, was es ist, aber das ist eine junge Dame. Ich bin gespannt, was sie mit der Dame dann auch auf sich hat. Wir werden es wahrscheinlich schon ansatzweise erfahren in dem Szenario Rechte Ordnung, dass wir dann auch in der nächsten Folge anfangen. Und wenn es euch gefallen hat, liked und subscribe. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir Recht und Ordnung wiederherstellen. Viel Spaß, ciao!